Hallo, ihr Nichtsblicker-Fans. Ich habe gedacht, kurz bevor ich jetzt ins Bett gehe, mache ich für euch nochmal ein kleines Video. Ich sehe gerade, ich habe mir den Arm aufgekratzt. Die Haut spielt wieder zurück. Egal. Ich bin heute noch so ein bisschen durchs Netz gesurft und da habe ich eine doch recht witzige, sage ich mal, Artikel gelesen. Ich lese euch mal kurz Ausschnitte daraus vor. Ich werde dann unter das Video dann auch den Link hinpacken, wo man das lesen kann. Nämlich der Far Cry 2 Song, der nennt sich Bara Bara, der unter anderem auch im Film Black Hawk Down vorgekommen ist, hat in, wo war das? In Wolfsburg, also in der VW-Hauptstadt, für Aufruhr gesorgt. Nämlich ein Redakteur, beziehungsweise Mitglied der Community Berlin Now, stand in der Warteschlange und weil ihm das Geplapper der Leute so derb genervt hat, hat er seinen in Anführungszeichen pinken MP3-Player rausgeholt, also iPod, Kopfhörer aufgesetzt und hat das Lied richtig schön aufgedreht. Ich spiele es euch mal kurz vor, also einen Ausschnitt daraus, weil ganz spielen darf ich es ja nicht. Achtung! Mir gefällt es übrigens ganz gut. Ich pack's auch in die Videobeschreibung. Also eigentlich relativ harmlos. Problem an diesem Lied ist, dass es, glaube ich, algerisch, was der Mensch da singt. Die Frau, die hinter ihm stand, eine ältere Dame, hat gemeint, er wäre jetzt ein Terrorist. Weil wir haben ja, Anführungszeichen, offiziell noch akute Terrorwarnung hier in Deutschland. Und dann ist die Alte am Rad getreten und hat gesagt, oh, ein Terrorist, oh. Hat dann die Polizei gerufen. Er ist dann weiter seines Weges gegangen. Als er dann aus dem Einkaufsmarkt rausgehen wollte, kamen dann zwei Securities vom Laden selbst und zwei Polizisten. Stellten sich vor ihn. Und er guckt schon so. Da haben die dann halt aufgefordert, ob sie in die Tasche reinschauen dürften. Hat er gemeint, was denn, glaubt ihr echt, ich wäre jetzt so ein fieser Terrorist oder sowas? Die haben gesagt, wegen der erhöhten Terrorgefahr müssten sie halt jetzt jedem Nachweis nachgehen. Also hat seine Tasche aufgemacht, war natürlich nichts drin, weil er, wie gesagt, nichts hat. Er hat nur eingekauft und wollte nach Hause. Und jetzt frage ich mich, sind die jetzt alle schon so paranoid, dass sie alle am Rad drehen, nur weil einer, sag ich mal, in Anführungszeichen fernöstliche Musik hört, dass man gleich Terrorist ist? Wie seht ihr das? Ich finde es ziemlich krass und nichts. Es ist ja gut, dass die Leute Aufmerksamkeit zeigen und auch aktive Hilfe leisten wollen, aber man kann es auch ein bisschen übertreiben. Das hatte schon fast Hexenjagd-Style hier. Das war wie damals im Mittelalter, sagst du, Hexe, Hexe! Schon kam es auf den Scheiterhaufen. Und heute sagst du, Terrorist, Terrorist! Und schon wirst abgeführt. Eine ziemlich krasse Sache. Was sagt ihr dazu? Schreibt eure Meinung. Moment. Nein, ich mache keine Schleichwerbung. Okay. Ein bisschen eklig jetzt. Egal. Wie dem auch sei. Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Sagt, was ihr dazu denkt. Und wie gesagt, meine Meinung ist, es ist gut, dass die Leute aufmerksam sind. Allerdings die Aktion fand ich jetzt schon ein bisschen arg krass, weil nur einen auf Verdacht zu sagen, er könnte Terrorist sein, ist ein bisschen fies. Also, das war's schon im Großen und Ganzen. Ich wünsche euch noch einen. Boah, wir haben schon den 1.12. Also einen schönen guten Morgen und einen ersten schönen 12. Demnächst kommt wieder ein Video mit unserer Kamera und hoffe ich auch mit Björn. Ihr wisst ja, für 2011 sind ja richtige Videoprojekte angekündigt. Die werden auch gemacht. Ich bin zurzeit noch ein bisschen am Arbeiten mit After Effects und dergleichen. Ich baue jetzt eine neue Community auf, in Anführungszeichen. Die jetzige ist ein bisschen öde. Ich werde meine alte, meine neue jetzt miteinander verschmelzen, auch mit Videobearbeitung, YouTube und weiteren Tipps und Tricks. Ich werde euch dann den Link demnächst geben. Ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Der Michi von den Nichtsblickern sagt Ciao.